Ihr kennt sicher das Problem, ihr habt Windows neu installiert und macht dieses Browser-Download-Programm, den Edge hier auf und der spammt euch erstmal mit Werbung zu. Was ihr also machen wollt, ihr wollt einen vernünftigen Browser als Standard einstellen. Wo kann ich das machen in Windows 10? Bin jetzt hier in der englischen Version, aber in der deutschen funktioniert es natürlich genauso. Ich kann jetzt einfach mal hier Einstellungen nach Einstellungen suchen, also auf Deutsch sucht ihr nach Einstellungen, findet das unter Settings hier auf Englisch. Falls ihr das jetzt nicht über die Suche findet, einfach hier unter E nach Einstellungen navigieren und ich wieder zu S nach Settings. So, mache ich einmal auf und dann hat man hier die Möglichkeit auf Apps zu klicken und links gibt es dann die Möglichkeit, die Default-Apps auszuwählen. Und hier sehe ich jetzt als Webbrowser als Standard den Microsoft Edge eingestellt. Da kann ich jetzt einfach draufklicken. Voraussetzung ist halt, dass Firefox oder Chrome oder was auch immer ihr da einstellen möchtet, schon mal installiert ist. Ich wähle jetzt hier den Firefox und das war's. Kann jetzt noch sein, dass da komische Dialoge kommen, die könnt ihr dann einfach bestätigen. Euer Ziel ist ja hier den Edge rauszukriegen. Um zu prüfen, ob das geklappt hat, gehe ich mal hier ins Ausführenfenster und fange mal irgendwas mit HTTP an. Und jetzt sollte der das im Firefox aufmachen. Genau, macht er auch. Öffnet sich im Firefox, alles gut.